also ich habe es ja schon angekündigt, dass wir einen Tannenzapfen oder mehrere malen. Und zwar im Loose Watercolor Stil. Ja, ganz einfach. Mit einem Größe, also ich werde einen Größe 8 Pinsel und einen Größe 4 Pinsel verwenden. Wenn ihr den parat habt, ist das super. Und ansonsten, genau, einfach werde ich euch on the go ein bisschen was erzählen. Wenn ihr Fragen habt, fragt gerne. Also ich wollte euch noch ganz kurz sagen, dass ich auf jeden Fall heute ein 100% Baumwollpapier verwende. Das hat auf jeden Fall den Grund, weil wir nämlich vor allem mit der Nass-und-Nass-Technik hier arbeiten für den Tannenzapfen, damit das so aussieht, ungefähr wie ein Tannenzapfen. Das ist ja immer so ein bisschen expressionistisch, wenn wir im Loose-Stil arbeiten, dann ist es ja eher so angelehnt an die Realität. Und da eignen sich tatsächlich die Baumwollpapiere immer ein bisschen besser, ist mir auf jeden Fall aufgefallen, als die normalen Zellulosefasern. Das hat einfach was damit zu tun, dass ja, die Farbe tatsächlich irgendwie besser drauf sitzt sozusagen und noch länger trocknet, also easy halt durchgetrocknet ist. Und also wenn ihr tatsächlich direkt mitmalt, dann würde ich euch vorschlagen erstmal ein, ja ja perfekt, Zellulose ist super, das geht auch. Aber ihr werdet halt, wenn ihr das einfach mal, also wenn ihr den Unterschied zu Hause habt und das mal durchprobiert, dann werdet ihr merken, dass das vielleicht ein bisschen einfacher ist, wenn man mit einem Baumwollpapier arbeitet. Ja, aber das hat fürs Endergebnis, wenn man ein paar Tricks ja, versucht anzuwenden, dann macht das gar nicht so großen Unterschied. Für mich ist es aber tatsächlich besser, weil ich hier nämlich noch bei rede und was erkläre und dann trocknet es halt nicht so schnell an und ich kann dann immer noch die Farbe reingeben. Ja, das kann tatsächlich unscharf sein, weil die Verbindung wohl nicht so gut sein soll. Also, ich weiß nicht, vielleicht kann mir ja jemand mal sagen, wenn die Verbindung live schlecht ist, also wenn es verschwommen ist, ich es dann aber speichere, ob es dann auch, ist es dann auch verschwommen? Also ich weiß nicht, also zur Not, wenn, dann müsst ihr es vielleicht doch nachgucken oder so. Hier ist es scharf. Ja, komisch. Also deswegen mache ich einfach erstmal weiter, wenn die meisten eh sagen, dass es für sie erstmal scharf ist, das Bild. Genau. Okay, ja, also ihr könnt erstmal ein Übungsblatt Papier nehmen. Das Ziel dann am Ende der Stunde soll einfach das hier sein, diese Zusammensetzung. Und auf einem Übungspapier starten wir hier tatsächlich mit den Tannenzapfen erstmal. Und wir malen erstmal 2, 3, ne, damit wir da so ein bisschen den Groove reinkriegen. Packe ich erstmal beiseite. Und wir können uns für den ersten Tannenzapfen tatsächlich eine kleine Hilfe skizzieren mit einem Bleistift. Da einfach, ja, einfach zum Erklären und damit ihr einfach wisst, wo ihr hinmalen sollt und in welche Richtung, ist das immer ganz gut. Tendenziell ist es halt im Loose Watercolor ja so, dass wir eher ohne Vorzeichnen arbeiten. Grundsätzlich ein Tannenzapfen ist eher wie so ein Osterei, also wirklich wie so eine Eiform. Das heißt, es ist ein Oval, was zu einer Öffnung hin schmaler wird. Und dann, genau, und in dem Oval werde ich mich jetzt quasi aufhalten. Und das mache ich jetzt einfach mal direkt. Ich habe hier schon hier mit so einem Sprüh meine Farben eingesprüht, damit die schon einmal aktiviert sind. Ich benutze jetzt für den Tannenzapfen einfach Sepia. Also auch tendenziell eher ein wärmeres Braun. Wenn ihr ein kälteres Braun habt, dann könnt ihr halt noch einen Ticken Rot oder Magenta dazugeben. Dann ist es halt eher ein wärmeres Braun. Und mit einer mittleren Transparenz. Damit meine ich, wenn ich sowas sage, eine mittlere Transparenz. Das ist, also die Leute, die schon einen Workshop bei mir gemacht haben, die wissen das eigentlich meistens. Ich zeige euch das mal ganz kurz. Also das hier ist zum Beispiel hoch mit ganz, ganz viel Wasser angemischt. Ist das hier eine hohe, also es ist quasi sehr transparent. Und wenn ich hier quasi fast direkt aus dem Näpfchen meine Farbe nehme, dann ist es deckend oder fast deckend. Und eine mittlere Transparenz ist dann ungefähr sowas hier dazwischen. Ne? So. Also ungefähr so wollen wir unseren Farbton haben. Ich gucke zwischendurch mal rauf, ob ihr Fragen habt. Okay. Und jetzt geht's los. Und zwar mit der vollen Pinselfläche des 8er Pinsels.
ziehe ich mir jetzt hier erstmal einfach so Striche. Also das muss man tatsächlich schon 2-3 Mal machen, wahrscheinlich mit dem Tannenzapfen. Beim ersten Mal kann es gelingen, muss es aber nicht. Also wenn es bei euch jetzt nicht gelingt, gleich beim ersten Mal, ist das nicht so schlimm. Ja, das ist ja auch alles erstmal eine Übungssache. Und zwar ziehe ich mir hier unten von meinem unteren, von meiner unteren Eiform im Prinzip hier einfach so mit der Pinselfläche hier Striche nach oben, ungefähr so. So, ich muss jetzt auch ein bisschen schneller arbeiten, weil... Und hier außen werde ich ein bisschen kleiner und setze hier nur noch die Punkte auf und gehe hier tatsächlich auch aus meinem Kreis auch ein bisschen heraus. Das ist okay. Nach oben hin werde ich schmaler und meine Striche, die ich hier einfach so aufsetze, die werden auch kleiner. So, ungefähr so. Hier unten noch ein bisschen was. Okay. So, hier ist es jetzt wichtig, dass wir relativ schnell arbeiten mit einem kleineren Pinsel, den Größe 4 Pinsel. Nehme ich mir jetzt mal ein Deckenlöss-Sepia. So, und gehe jetzt hier unten einfach in meine Farbe rein und hoffe, dass die meisten Kästchen davon noch schön nass sind. Und hier tatsächlich bei der Nasse-Nass-Technik, gerade wenn man es ein bisschen kontrollierter haben möchte, so wie ich jetzt hier, ist es eigentlich auch wichtig, dass man hier wirklich schaut, die hier oben sind zum Beispiel noch zu nass. So. Dann verteilt sich die Farbe zu viel. Und dann kann man tatsächlich gar nicht mehr so viel retten. Wir hätten vielleicht noch ein bisschen heller arbeiten können, dann sieht man den Unterschied besser. Ich würde tendenziell auch immer, natürlich kann man, wenn man einen Achterpinsel nimmt, auch mit dem Achterpinsel die Farbpunkte reinmachen. Das ist aber hier tatsächlich gar nicht so gewollt, weil wir wollen ja hier nur einen kleinen Farbverlauf reinbekommen. Und umso größer also mein Pinsel ist, mit dem ich die zweite Farbe reingehe, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, weil der Pinsel, die Fläche, die nimmt sehr viel deckende Farbe auf. Dann gebe ich meine Pinselfläche rein, auch wenn ich nur die Spitze reingebe, läuft dann quasi von der Pinselfläche oben bis nach ganz unten und verteilt sich dann in dem ganzen Element und nimmt dann, die zweite Farbe nimmt dann quasi über die erste, also die nimmt dann quasi Überhand und das wollen wir halt nicht. Umso kleiner dann der Pinsel ist, umso weniger Farbe kann mit einmal quasi reintropfen. Jetzt habe ich hier zum Beispiel das Problem, das ist aber gar nicht schlimm, dass es hier schon angetrocknet ist. Ich kann hier dann einfach mit meinem kleinen Pinsel, den wasche ich hier einmal aus, der darf gar keine Farbe dran haben, sondern nur klares Wasser und ein bisschen am Tuch abgestreift. Und dann kann ich den hier so ein bisschen verteilen, das war ein bisschen viel. Also wirklich nur ganz wenig und dann hier mir quasi die Farbe so abheben und verteilen. So, hier ist auch noch ein Punkt. Okay. So. Wir machen das Ganze jetzt aber nochmal. Und zwar jetzt ohne Vorzeichnen des Ovals. Und ich arbeite auch noch mal ein bisschen heller, damit man den Unterschied schön sehen kann. So. Das sieht komplett anders aus. Okay, na gut, das war ja auch das erste Mal und das ist nicht schlimm. Wir machen noch 1, 2. So. Okay, also wir fangen hier noch mal an und zwar von unten. Wirklich schön einfach aufsetzen, hochstreifen. Ich drehe auch meinen Pinsel gar nicht wirklich. Hier unten können kleinere sein. Noch ein bisschen Farbe muss ich wieder aufnehmen, weil es hier sonst zu trocken wird. So. Und Strich, 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 Strich. Hier nach oben hin. So ein bisschen enger und kleiner. Der sieht jetzt auch hier ein bisschen unförmig aus, glaube ich. Naja, gut. So reicht es erstmal. So, und dann hier eine schön deckende Farbe. Das Wichtige ist tatsächlich, man darf sich im Loose Watercolor auch nicht beirren lassen. Es ist ganz häufig so,
dass die Einzelelemente, das ist auch in den floralen Watercolor-Workshops, habe ich das auch ganz häufig, dass wenn wir die Blumen einzeln malen, dann denkt man manchmal so, oh nee, das geht gar nicht, das sieht ja überhaupt nicht so aus, wie ich das haben möchte. Und dann malt man noch ein paar Blätter ran oder wie hier dann noch ein paar Tannenzweige und dann ist es auf einmal das schönste Kunstwerk überhaupt. Ist schon so häufig passiert, wirklich, ungelogen. Auch ganz oft sieht man das Element dann auch erst richtig im Kontext, ne? Also wenn da wirklich Blätter dran sind. So, hier war es tatsächlich schon trocken. Wer ein bisschen langsamer arbeitet, der kann sich auch tatsächlich, das können wir gleich im dritten Beispiel noch einmal ausprobieren, dass wir Schritt für Schritt arbeiten. Das heißt, dass wir zuerst unsere untere Hälfte machen, ne, damit die noch schön feucht ist, dann da unsere zweite Farbe reingeben und dann den oberen Teil machen. So. Und immer wieder auswaschen und dann hier so einen Farbverlauf. Ja, also am schönsten ist es natürlich, wenn die Farbe gleich verläuft. Wir starten in der Mitte unseres Blattes und malen jetzt nochmal zwei Tannenzweige. Ne? Also zack, zack, zack. Hier kleine unten drum. Und hier nochmal zack, 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 zack. Hier so ein bisschen kleine drumherum. Schön schnell arbeiten wir uns hier nach oben durch. Wie gesagt, muss nicht perfekt sein. Darf auch unförmig sein. Das sind die Tannenzapfen auch in der Natur. Und es geht hier weiter mit der deckenden Farbe. Oh, das war ein bisschen viel. Zack, 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 zack. Alright, hier. Hier noch. Das war jetzt auch ein bisschen viel. Okay. Der zweite Tannenzapfen. Der kann jetzt hier ruhig so ein bisschen, ne, ein bisschen eine Neigung bekommen. Zack, zack. Oh, jetzt habe ich gespritzt. Okay, so, so, so. Fixi arbeiten hier. Zack, zack. Hier ist bestimmt schon, ja, hier ist schon trocken. Ja, hier muss man tatsächlich aufpassen, dass es passiert mir ganz häufig, weil ich dann zu schnell bin und dann auch doch zu viel Farbe an einem kleinen Pinsel dran habe. So, verteile ich hier noch ein bisschen. Und ich helfe hier dem Verlauf noch ein klein bisschen. Genau, ansonsten tatsächlich raus mit dem Pinsel und es lieber so lassen. In Workshops sehe ich das auch immer ganz gerne, dass die Leute dann noch so mal, ach, hier könnte ich ja noch mal und naja, hier und ich mache dann noch mal hier und hier gefällt mir das nicht, da arbeite ich noch ein bisschen. Bei Watercolor ist das ja nicht schlecht. Es wird meistens noch schlimmer, wenn man umso mehr man dann quasi da drin rummodelt. Deswegen einfach am liebsten immer dann lieber nochmal malen und komplett rausgehen. So, ich habe jetzt hier so das Abheben hier von meiner braunen Farbe. Das wird auch nur schlimmer. Da kann man dann am Ende nur hoffen, dass man irgendwas findet, was man da dann drüber malt. So. Aber es gibt auch einfach Papiere, bei denen, beziehungsweise auch Pigmente, bei denen geht das besser, dass man sie quasi vom Papier abheben kann, als bei anderen. Alright. Okay, unsere Tannenzapfen stehen. Wir können auch direkt weitermachen. Wir müssen gar nicht so viel mit dem Austrocknen warten. Und zwar suchen wir uns jetzt als allererstes einen Grünton. Und zu diesem Grünton geben wir einfach noch ein bisschen Gelb hinzu. Ich mische meistens hier so 3, 4 verschiedene Grüntöne miteinander. Zack.
um das Grün nicht ganz so quietschig zu haben, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, um das so ein bisschen abzudecken, kann man so eine ganz kleine Spitze Magenta reinmachen. Und dann wird das so ein eher sättiges, also so eher so ein Tannengrün zum Beispiel. Ne? Das ist dann noch ein bisschen dunkler. Und dann sieht es nicht mehr ganz so quietschig und unnatürlich aus. Und ich wollte jetzt hier noch, komm her, du Gelb, noch ein bisschen Gelb reinhaben, damit ich na, noch ein bisschen mehr Gelb. Okay. Und hier Blätter malen, das wissen, glaube ich, die meisten von euch schon. Ich erkläre es hier nochmal. Wir machen einen kleinen Strich. Wir denken uns eine Linie weiterhin. Und wir setzen einmal die volle Pinselfläche nach, zur einen Seite nach außen und kommen zu einer Spitze, zur Mittellinie, zur gedachten wieder zurück. Und dann zur anderen Seite nach außen. Und ich habe dann so einen ganz natürlichen Steg, so einen Mittelsteg, also eine Blattnarbe. Zack, einmal zur einen Seite und zur anderen. Und hier geht's weiter. Pinseltuch. Das ist, ich habe mal als Kellnerin gearbeitet. Hier, das ist es. Und da gibt es so weiße Servietten, die man da so nutzen muss irgendwie. Und ich habe dann halt aufgehört, als Kellnerin zu arbeiten und hatte diese Servietten noch. Und das ist eine. Also, die war mal weiß. Jetzt ist sie nicht mehr weiß. So. Alright. Das war es tatsächlich schon. Mit dem Grün? Genau. Jetzt müssen wir tatsächlich aber wirklich einmal kurz warten, weil wir jetzt lasieren. Das heißt, wir müssen einmal warten, bis es komplett ausgetrocknet ist und können dann unsere Tannenzweige tatsächlich direkt drüber malen. Das heißt, wenn ihr jetzt Fragen habt, wäre das tatsächlich optimal. Denn ich müsste jetzt auch nochmal so 5 Minuten warten, vielleicht auch 3, bis die Blätter ausgetrocknet sind, damit sich das jetzt nicht ganz so doll miteinander vermischt. Die Tannenzweige, wie lange machst du das schon? Also Aquarell habe ich tatsächlich eigentlich angefangen, als ich 12 war. Da habe ich schon Aquarell gemalt, habe dann aber relativ lange Pause gemacht. Also ich habe dann in der Schulzeit noch was gemacht, aber dann kam halt so Ausbildung und Arbeiten dazwischen und habe dann so richtig viel wieder so Ende 2014, Anfang 2015 wieder angefangen, also vor 4 Jahren. Genau. Mit welchen Farben? Genau, mit den Winsor & Newton Farben. Mit den Professional Watercolor arbeite ich. Das sind die Tubenfarben. Und genau. Die sind ja optimal. Also es gibt ja auch noch die Schminkefarben, die Horadam. Die sind auch sehr gut. Die nehmen ja auch ganz viele. Und ja, die unterscheiden sich. Also ich habe das halt ganz häufig, dass die Leute sagen, oh, die und die Farben sind die besten. Also das kann man tatsächlich so nicht sagen. Es gibt nicht die besten Farben. Bei Aquarellfarben ist es einfach so, dass es verschiedene Herstellungstechniken gibt. Und es ist zum Beispiel bei Schminke und bei Winsor & Newton so, dass die einfach ganz unterschiedlich hergestellt werden. Ne? Und dann auch einfach so ein bisschen unterschiedliche Eigenschaften haben. Aber im Endeffekt geht es eigentlich nur darum, mit welchem man lieber arbeitet. Also mehr nicht. Von der Qualität her sind die beide super. Ja. Was ist Lasieren? Genau, also es gibt so die ganz zwei krassen Grundtechniken im Aquarell. Das ist einmal das Lavieren. Das ist das, was wir gerade gemacht haben. Das ist die Nass-in-Nass-Technik. Das heißt, wir malen eine Fläche, die ist noch nass. Wir geben eine zweite Farbe rein und das verwäscht halt miteinander. Ne? Dann das Lasieren. Das ist quasi die Trocken... Nass auf trocken. Genau, so rum. Jetzt bin ich verwirrt gewesen. Das heißt, ich lasse meine erste Farbschicht komplett austrocknen und male dann mit einer zweiten Farbschicht drüber. Okay, jetzt ist es gut durchgetrocknet, die Blätter auf jeden Fall. Das heißt, wir können hier in unser Blattgrün geben, beziehungsweise in unser Tannengrün. Da nehme ich mir hier einfach von den dunkleren Grüntönen was. Und gebe noch ein bisschen Payne's Grey dazu. Ich habe so ein, also Payne's Grey gibt es ja wirklich in so eher Schwarzton, eher
Braunton, eher Grauton, eher Blauton. Ich habe so ein Payne's Gray von Winsor & Newton, das eher ins Blau reingeht. Das finde ich sehr schön, weil das dem Tannenzweig einfach noch so ein ja, so einen typischen Look gibt. Aber wie gesagt, wir können auch lila Tannenzweige malen, ganz ehrlich. Also, das ist hier. Wir sollen uns hier nicht so festlegen, ne? Was ist gemeint mit mitmachen? Ach so, naja, du kannst jetzt quasi auch vor deinem Malkasten sitzen und quasi das Handy so aufstellen, dass du gleich mitgucken kannst und auch irgendwie mitmachen kannst. Genau, also das ist einfach mit mitmachen gemeint. Ja. Und genau, Tannenzweige, ich erkläre es hier auch noch einmal. Das, also ist, glaube ich, mit das so das Einfachste, was man so machen kann. Wir machen einen Strich und dann hier einfach ganz viele Striche nebeneinander. Und die Striche nebeneinander, die müssen auch so ein bisschen Abstand haben, damit man noch die Struktur der Tannenzweige erkennen kann. Das größte Problem ist, glaube ich, für jemanden, der gerade erst anfängt mit Aquarell, ist so die Platzierung, ne? Wo platziere ich hier meine Tannenzweige am besten? Das hat auch ein bisschen was mit Schulen der eigenen Ästhetik zu tun. Da kommt man aber tatsächlich nicht drum rum. Und das schafft man eigentlich nur mit ganz viel Üben. Ja, ich finde das so eigentlich schon ganz gut. Genau. Die Tannenzweige müssen auch einmal komplett austrocknen, bis wir noch hier unsere roten Punkte, ich zeige es hier nochmal, das war hier das Beispielbild. Hier sind noch so rote Punkte dran. Schön typisch auf jeden Fall für Weihnachten. Und das gibt natürlich nochmal so einen farbigen Kick. Ordentlich bei dir aus und so einfach. Also ich finde, es sieht gar nicht ordentlich aus. Einfach sieht es vielleicht aus, weil ich es wirklich so zack, zack aus der Hand male. Und ich da tatsächlich viel weniger Berührungsängste mehr habe, als jetzt vielleicht jemand anders. Aber ja, also ich finde meine Sachen jetzt auch nicht so super ordentlich. Genau, aber in der Zwischenzeit, ich habe hier noch so mit einem ganz hellen, das ist so ein, also ein Grauton. Ich nehme hier ein Schwarz mit ganz viel Wasser. So. Zack, zack, zack. Ganz viel Wasser. Dann habe ich noch so Füller, einfach so Striche gemacht. Und zwar einfach nur so, zack, Strich, Strich. So, Strich, Strich, Strich. Dann sieht das noch so ein bisschen fülliger aus. Strich, Strich. Aber das könnt ihr auch gerne weglassen, wenn ihr das Gefühl habt, das macht euer Bild nicht schöner. Ich finde es gar nicht so schlecht. So, das ist ja auch Geschmackssache. Aber ich glaube, ich würde es schon bei der Anzahl hier lassen. Dann nehme ich mir ein Magenta. Sehr rot ist ja ein bisschen out. Magenta ist in. Und mit dem schönen Magenta male ich mir jetzt hier einfach so ein paar Punkte. So. Hier noch zwei. Hier vielleicht. So. Und hier. Und ja, hier so. Okay. Vielleicht hier noch. Okay, ich übertreibe es gerade wieder. Ich glaube, das reicht. Ja, vielen lieben Dank, dass du dabei warst. Dankeschön. Ja, ach, gerne, gerne, gerne. Ja, ihr auch. Auf jeden Fall einen schönen Abend, genau. Und wenn ihr sonst noch Fragen habt, schreibt mir auch gerne einfach eine Direktnachricht. Ne? Also das geht ja auch immer. Und genau, ich kann euch, wie gesagt, nur das Gleiche zurückwünschen. Noch einen ganz, ganz tollen Abend. Und ja, wenn ihr auch irgendwie Motivwünsche oder so mal habt, dann schreibt mir das auch gerne. Ansonsten, genau. Ja, ich würde mich dann einfach direkt auch gleich mit verabschieden und sage bis dahin, ja, bis zum nächsten Mal. Einfach tschüss, auf Wiedersehen und ganz liebe Grüße an euch alle. Genau, dann macht's fein und bis dann. Tschüss.